Rapid hat 2:1 gewonnen. War das denn ein verdienter Sieg für dich? Ja, eigentlich ist Rapid wieder, ich sage mal so, ein bisschen so grün-weiße Festung, ja, so wie es echt richtig früher war in unserer Zeit, in meiner Zeit als Profi. Und jetzt hat der Katze und Konsorten haben eine tolle Entwicklung, einen guten Trainer. Und jetzt steht das Sportliche, ist eigentlich top, steht im Vordergrund, ist gut. Auf der anderen Seite, die Violetten sind auch am in einem Entwicklungsprozess, wird auch immer besser. Ja, und dann, so wie du richtig sagst, reden wir jetzt doch wieder über die Randsache und nicht über das Sportliche, weil die zwei Wiener Vereine, sie kommen und sie werden die Grazer, in dem Fall Sturm und auch die Salzburg, in dem Fall Red Bull, das Leben ein bisschen schwerer machen. Aber das Leben wird die Vereine sehr schwer gemacht durch die eigenen Fans und das ist die Trauergeschichte. Du sprichst es schon an, das, was die Fans gestern auf Seiten von beiden Mannschaften gezeigt haben, war einfach, ich möchte es kaum im Fernsehen sagen, aber ich finde gerade keine anderen Worte, unter aller Sau, man muss es echt so sagen, es tut mir leid für mein Wording, aber es hat ja schon am Weg zum Stadion hin Austria-Fans gegeben, die aus der U-Bahn heraus Böller auf stehende Rapid-Fans geschossen haben. Es hat sich ja seit Beginn dieses Matches abgezeichnet, dass unglaublich viel Gewaltbereitschaft hier mit im Raum ist. Und dann haben wir alle diese Bilder gesehen, womit nach dem Schlusspfiff eben wirklich vermummt Personen auf den Platz gestürmt sind, Pyrokörper gezündet haben, die sogar in den Familiensektor geschossen haben. Und da, Frankie, frage ich mich schon, was ist los mit den Fans? Ja, ich fange mal beim Beginn an. Ich bin genauso wie du ein bisschen in Rage, weil ich bin gestern auch vor dem Fernsehen gesessen von der ersten Sekunde an und habe mich richtig geärgert. Aber okay, beim Anfang. Die Kinder, die dort mit Leibeln gehen, die ältere Leute, die sich einfach ein Fest machen wollen, die einfach ins Stadion gehen, weil es passt, überhaupt in die Zeiten, wo wir überhaupt in Niederösterreich, in ganz Österreich, aber in Niederösterreich, mit Hochwasser und so weiter. Dann machst du einen Ausflug mit der Familie, da freist du ein bisschen zum Entspannen. Und was passiert? Irgendwelche Wahnsinnigen, irgendwelche Trotteln, irgendwelche Volltrotteln, die fangen dann an mit Raketen, mit Bölle und. Und jetzt kommt's aber. Die Leute tun mir alle leid, aber der Verein Rapid tut mir nicht leid. Ich sag's dir warum. Die müssen das wissen. Die haben das wissen müssen, dass dort Gewaltspersonen immer wieder kommen. Die müssen wissen, wie kommen die Böller, die Raketen in ein Stadion. Wenn ich wegfliege nach Amsterdam und da muss ich auf dem schwächeren Flughafen, ja nicht, dass ich glaube, ich bin beim FKK, ich muss alles ausziehen. Und dass ich nach Amsterdam komme, bitte, dann denke ich mir, ich bin ja kein Terrorist, ich bin ja kein Verbrecher. Aber das sind die Regeln. Und warum fängt man nicht an mit den Regeln? Weil man weiß, glaubst mir, Sabrina, die Vereine wissen, welches Gesindel wer ist. Und das ist jetzt mein Anliegen. Sie müssen alles daran tun, um das zu verhindern. Und das haben sie nicht getan. Und wenn ich das sehe, nachher, dass ein paar Leute mit so einem gelben Jackel, die heißen dann Security, die glaubt, der ÖMTC rennt am Platz und sucht ein Auto. Die haben nichts gemacht. Die stehen nur wie die Lulas im Brother. Und das sage ich, das kann nicht sein. Da muss man auch, die Polizei muss da von der ersten Sekunde gleich anwesend sein. Aber nicht mit dem Finger, sondern mit dem Schlagstock. Und so fängt man dann an, dass man das einmal unterbindet. Ich glaube, du sagst da gerade was ganz Wesentliches. Wir haben alle die Bilder gesehen, wo die Ordner wirklich absolut machtlos waren gegen diese Männer, die da auf den Platz gestürmt sind. Und da muss man auch wirklich zu den Ordnern sagen, na, was sollen die machen? Die können sich ja nicht verprügeln lassen oder selber irgendwie zur Zielscheibe machen lassen. Die sind ja nicht bewaffnet, die haben keine Power in der Hand. Aber die Polizei hätte sie. Und das ist auch etwas, was mich auch ein bisschen verwundert hat. Es hat unglaublich lang gedauert, bis wir eben diesen Großeinsatz der Polizei gesehen haben, bis die im Montur am Platz waren. Ist das normal, dass die bei Fußballspielen dieser Größenordnung mit diesem bekannten Gewaltpotenzial nicht so lange brauchen? Die müssen doch eigentlich auf Abruf bereitstehen und jederzeit hineinstürmen können, oder nicht? Ja, Sabrina, nochmals, sie brauchen ja nicht kommen bei Rapid gegen Ried oder Rapid gegen Wiener Victoria. Aber sie müssen schon kommen bei Spielen, wo sowas zu erwarten ist. Dann erwarte ich mich auch von einem Ordner, du sagst zwar, er soll sich nicht verprügeln lassen, da bin ich bei dir, aber Ordner heißt auch irgendwas mit Ordnung. Er muss schauen, dass die Ordnung da ist. Und da muss Rapid schon viel bessere Maßnahmen darstellen. Und das haben sie nicht getan und sie sind damit natürlich
durch die dumme Austria-Fans, die einfach die Raketen schießen, die Raketen mit heimgenommen haben dürfen. Das habe ich vorher schon gesagt, mit dem Beispiel Flughafen. Wie das geht, verstehe ich immer noch nicht. Aber okay, ich muss nicht alles verstehen. Aber dann denke ich mir, okay, die Polizei, das war mein Anliegen genauso. Die müssen da schon 10 Minuten, vor dass das Spiel zu Ende ist, müssen die schon auf der Augenlinie sich formieren, weil das jeder weiß, aha. Und wenn dann ein Raketen kommt vom Austria-Block, da fahre ich da eine mit 200 Leuten. Und was geht's da? Das ist, da muss man das halt unterbinden. Und das ist dann mit der harten Hand. Warum passieren die solche Sachen nicht mehr in Russland und in solchen Ländern? Weil einfach da wird ein bisschen härter aufgetreten. Apropos Härte, was sind denn jetzt die Strafen, die du fordern würdest für Rapid als Veranstalter von diesem Fußballmatch? Weil Rapid wird natürlich in erster Linie zum Handkuss jetzt mal kommen für diese Ausschreitungen, die dort passiert sind, für vielleicht auch mangelnde Sicherheitsvorkehrungen, die vielleicht fahrlässig zu unzureichend getroffen worden sind. Was sind Strafen, die du forderst? Wir haben jetzt im Februar erlebt, irgendwie, dass es hier 2-Punkte-Abzug gegeben hat, dass 170.000 Euro Strafe vom Club bezahlt worden mussten. Reicht das aus? Hält das die Menschen, die hier zur Gewalt neigen und die auch ausleben, überhaupt im Zaum? Oder ist denen das in Wahrheit eh wurscht, welche Strafe der Club kriegt, weil sie dann noch wütender sind und noch mehr Eskalation wollen? Was ist eine sinnvolle Konsequenz aus dem Ganzen für dich? Ja, na, erstens einmal, Sabrina, wenn ich höre Punktenabzug, dann wird es mir schlecht. Dann wachsen mir die Halskabeln. Man sieht das jetzt nicht, weil ich nur am Telefon bin, aber die wachsen. Weil was können die Spieler, was kann der Trainer dafür, die sich die ganze Woche super vorbereitet haben für dieses Spiel? Jetzt würde dann die Austria Wien, die 2-1 verloren hat, zu Recht, die 2-1 verloren hat, würden dann irgendwie noch mit die Hände in der Hähe, alle im Favoriten, weil Rapid hat keine Punkte gekriegt für dieses Spiel. Nein, natürlich muss Rapid in die Tasche greifen, Rapid muss auch damit rechnen, dass sie dann einmal ohne Fans spielen, komplett leeres Stadion, wie damals leider bei Corona. Und da haben wir gesehen, dass es kein Mensch weiterbringt. Aber natürlich, so wie in Holland. Wenn Ajax gegen Feyenoord Hochrisiko spielt, Amsterdam gegen Rotterdam, die mögen sich nicht. So, wenn dann in Rotterdam gespielt wird, sind leider die Ajax-Fans nicht eingeladen. Aber in Amsterdam sind die Fans von Rotterdam nicht eingeladen. So, und dann so langsam kann man dann einmal in ein paar Jahren wieder drüber nachdenken, ob es dann wieder geht. Aber das sind Maßnahmen, die muss man setzen, Geldstrafe, solche Ideen, aber nicht die Punktabzug. Weil ein Punktabzug, welche Dumpfbacke hat das erfunden, dass der Trainer und die Spieler, die hart gearbeitet haben für den 2-1-Sieg, dann bestraft werden. Die können nichts dafür. Frankie, wie geht es denn eigentlich den Spielern, wenn sie sowas miterleben? Wir haben ja gesehen, nach dem Spiel standen die Spieler natürlich noch alle auf dem Platz und dann sind peu à peu mehr gewaltbereite Fans auf dem Platz draufgekommen. Man sieht auch, wie die Rapid-Spieler immer mehr zurückgehen und sich immer mehr fernhalten eben von diesen Fans. Wie fühlt man sich als Spieler, wenn man hier merkt, dass die Situation eskaliert? Was macht das mit einem? Ja, da ist man natürlich erstens machtlos. Machtlos hat man gesehen, ist man als kleiner Spieler, wenn der große Fußballgott Stefan Hofmann über den Platz damals und nichts zu Wege bringen kann, weil die Jungs nicht auf ihm hören, weil es denen wurscht ist. Die haben alle einen Klappen oder einen schwarzen Masken auf und die wollen nur eins, das ist wichtig sein, stur sein, gewaltsam sein. Und ja, da muss ich sagen, was soll dann so ein Spieler, der kann nur zuschauen und hoffen, jetzt kommt, dass seine Familie da nicht sitzt, seine Nachbarin nicht sitzt mit dem kleinen Kind, der schon 100-mal Autogrammkarten gefragt hat und. Weil die Kinder, das ist unsere Zukunft. Und die Kinder, die sehen solche Gewaltexzessen. Erstens ist es ein schlechtes Beispiel und zweitens bringt es doch nichts beim Fußball und überhaupt nicht bei der, sage ich immer, der wichtigsten Nebensache der Welt, Fußball, dass man sich so gegenseitig das Leben schwer macht. Alle noch in Wien auch, das ist noch schlimmer. Ja, aber gut. Ja, was soll ich sonst noch mehr sagen? Mir stehen die Kabel schon so, ich muss es zurückdrücken im Haus. Zurück. Verstehe ich, geht sicher einigen heute so und alle ärgern sich darüber, dass gerade der Sport, der eigentlich verbindend sein sollte, eine friedliche, faire Veranstaltung ist, so ausartet. Aber sag Frankie, was kann man denn über diese Fans sagen? Sind das echte Fußballfans oder sind das in Wahrheit einfach nur gewaltbereite Gruppen, die sich unter die echten Fans mischen, mit dem einzigen Ziel, eben hier Troubles zu machen und für Unstimmigkeiten zu sorgen? Wer sind diese Leute, die da auf den Platz gehen? Kann man die ein bisschen charakterisieren oder wäre das zu weit gegriffen aktuell?
Ja, es sind natürlich schon viele von der Szene, die haben dann früher so richtig geheißen Hooligans. Die haben sich dann, untereinander ausgemacht, die treffen sich irgendwo und hauen sie dann gegenseitig ins Gesicht. Oder da gibt es eigene Regeln und. Und dann gibt es natürlich ein paar so Halbstarke, die da mitrennen, die das stur finden mit den schwarzen Jacken und den Masken auf. Ja, da kann man natürlich auch nicht immer sagen, warum das ist. Es ist einfach stur sein, glaube ich, einmal ein wichtiger Faktor. Und ja, ich denke dann oft, gestern habe ich noch mit meiner Frau darüber geredet, was machen die dann, wenn der Nationalmannschaft spielt gegen Deutschland? Und die dann auf einmal miteinander, alle dann, kämpfen sie dann alle gegen die Deutschen und eine Woche später ist wieder das Derby und dann hauen sie gegenseitig wieder die Köpfe ein. Ich habe mir das nur gefragt mit meiner Frau gestern und wir haben eigentlich beide keine Antwort gehabt. Aber es ist traurig. Aber es ist nicht nur in Österreich. Es ist nur in anderen Ländern gibt es auch. Nur wir sind in Österreich immer das Land, wir reagieren immer. Wir tun nicht agieren, sondern wir reagieren. Und jetzt müssen wir wieder reagieren. Statt dass man im Vorfeld beinharte Maßnahmen gesetzt hätte, dass man das hätte unterbinden können. Weil eins kann es mir glauben, ich bin nicht der Harry Potter. Oder der Frau Rogers ist nicht meine Tante. Ich bin kein Wahrsager. Aber dass sowas passieren hat können, das hätte ich schon gewusst.